Ich begrüße Sie und euch herzlich zu dieser Veranstaltung NOG20 Hamburg 2017, Eskalation statt Politik. Mein Name ist Thomas Sablowski, ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referent für politische Ökonomie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse und war einer der Organisatoren des alternativen Gipfels für globale Solidarität in Hamburg im vergangenen Juli. Der Ablauf der Veranstaltung ist so geplant. Zunächst mal werden Stefanie Schmidt und Peter Ulrich hier die Studie vorstellen. Eskalation, Dynamiken der Gewalt im Kontext der G20-Proteste in Hamburg 2017. Das ist eine Studie, die das Institut für Protest- und Bewegungsforschung erstellt hat, in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung, finanziert unter anderem von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und anderen Stiftungen. Ein sehr großes Forschungsteam. Ich habe selten eigentlich so eine große Forschungsgruppe gesehen, finde ich auch sehr interessant, dass so ein großes Team hier zusammengearbeitet hat, um die Ereignisse rund um den G20-Gipfel aufzuarbeiten. Ich will kurz noch die Beteiligten vorstellen, also die anderen dann später nach der Vorstellung der Studie, wenn wir anschließend eine Podiumsdiskussion. Dann werde ich die anderen Gäste noch vorstellen. Aber zunächst mal nur hier kurz noch zu Stefanie Schmidt und Peter Ulrich. Jetzt muss ich meinen Zettel suchen. Dr. Peter Ulrich ist Vertrauensdozent der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Soziologe, Protestforscher, Polizeiforscher und Co-Leiter des Forschungsbereichs Soziale Bewegungen, Technik, Konflikte an der Technischen Universität Berlin, Wissenschaftler am Institut für Protest- und Bewegungsforschung und einer der drei Projektleiter zusammen mit Simon Teune und Stefan Maltaner des Forschungsprojekts Mapping NOG20, das eben heute Abend hier vorgestellt wird. Und Stefanie Schmidt ist Kulturanthropologin, auch Polizeiforscherin, und promoviert gegenwärtig mit einer ethnografischen Studie über die Polizei und hat dafür Streifenbeamtinnen und Beamten unter anderem in Neukölln begleitet, ist auch Mitglied am Institut für Protest- und Bewegungsforschung und war in dem Forschungsprojekt Mapping NOG20 in das Modul zur Polizei, zur Untersuchung der Polizei eingebunden. Die Ereignisse um den G20 sind ja bereits Gegenstand kontroverser Diskussionen gewesen. Ich denke, heute Abend wird es darum gehen, zum einen zu diskutieren, inwieweit wir es mit einer neuen Qualität der staatlichen Gewalt zu tun haben, der Polizeistrategien, Polizeitaktiken, inwieweit das ein Bruch auch ist mit vorhergehenden Ereignissen in der Bundesrepublik oder inwieweit es sozusagen eine Kontinuität gibt und im Großen und Ganzen nichts Neues ist. Zum anderen geht es auch darum, wie überhaupt die Eskalation zu erklären ist, welche Rolle die Polizei dabei hatte, welche Rolle die Protestierenden hatten und wie überhaupt auch die Subjekte sozusagen auf der Seite der Protestierenden einzuschätzen sind. Ist die Eskalation im Grunde genommen vorherzusehen gewesen, ein angekündigter Verlauf letztendlich? Oder ist das, was da passiert ist, auch zu erklären aus der Situation selbst heraus, aus der Dynamik der Situation, die man so nicht vorhersehen konnte? Zu den Subjekten der sogenannten Riots gibt es ja auch die unterschiedlichsten Thesen, die schon vorgebracht worden sind. Zum einen wurden sie bezeichnet als alkoholisierte Kriminelle, die sozusagen unpolitisch gehandelt hätten. Zum anderen gab es soziologische Erklärungsversuche, dass es hier ein Aufstand sei der Marginalisierten, der im kapitalistischen Arbeitsmarkt praktisch überflüssig gemachten Bevölkerung, analog zu Erklärungen auch von anderen Riots, die wir erlebt haben in Paris, in den Vorstädten von Paris, in London, in Los Angeles und so weiter. Also haben wir hier sozusagen ein Muster von Riots, was wir auch an anderen Orten beobachten konnten. Oder handelt es sich eben um Praxen, die in erster Linie politisch zu erklären sind, aus den Strategien der Akteure heraus? Also muss man im Grunde auch die Leute, die
Autos abgefackelt haben, die die Polizei angegriffen haben, die Bushaltestellen zerstört haben, muss man die sozusagen ernst nehmen als politische Subjekte, die eine bestimmte Strategie des Aufstands und der Eskalation verfolgen, um die Verhältnisse hier umzustürzen? Und was bedeutet das dann auch im Verhältnis der verschiedenen Protestakteure zueinander? Wir hatten ja im Grunde keine einheitlichen Bündnisse, sondern wir hatten im Grunde eine Spaltung in verschiedene Blöcke von Akteuren, die sozusagen auch unterschiedliche Aktionen geplant haben und durchgeführt haben. Und wie ist das Verhältnis dieser verschiedenen Aktionen zueinander zu sehen? Haben diese verschiedenen Praxen sich gegenseitig verstärkt in ihren politischen Effekten? Also kann man sagen, dass es sozusagen ein ergänzendes, sich ergänzendes Verhältnis zwischen den verschiedenen Aktionen gibt? Oder ist es so, dass im Grunde genommen eine Minderheit von Akteuren eben den großen Protest der Masse gekapert hat, also dass einige hundert eben den Protesten ihren Stempel aufgedrückt haben und letztendlich die Aktionen, die die anderen geplant haben, die vielen Tausenden marginalisiert haben, an den Rand gedrückt haben, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich muss sagen, ich bin natürlich als einer der Mitorganisatoren des Alternativgipfels sehr enttäuscht über die Verdrängung der ganzen Diskussionen auf dem Alternativgipfel aus der Öffentlichkeit. Wenn ich mich daran zurückerinnere, war es ja so, dass wir an dem Tag quasi vor der Welcome to Hell-Demo noch auch in den Medien waren, aber dass natürlich dann ab dem Tag der Welcome to Hell-Demo, die ja gewaltsam von der Polizei verhindert wurde, aufgelöst wurde, im Grunde die gewaltsamen Auseinandersetzungen vollständig den Mediendiskurs beherrscht haben. Aber man muss auch sagen, das setzt sich auch in gewisser Weise fort in der linken Aufarbeitung. Ich habe zum Beispiel diese Broschüre gesehen, die Broschürengruppe, ich weiß nicht, was das für Akteure sind, die produziert haben, aber in Hamburg sozusagen wurde eine Broschüre erstellt, die nochmal dokumentiert den ganzen Ablauf der G20-Proteste, wo im Detail alle Aufrufe und so weiter nochmal dokumentiert wurden, wo aber zum Beispiel dieser Alternativgipfel fast gar keine Rolle spielt. Er wird so nebenbei erwähnt, aber im Grunde genommen spielt er in der Dokumentation der gesamten Aktionen eigentlich keine Rolle, was ich auch wieder interessant finde, dass letztendlich die inhaltliche Kritik an der Politik der G20 relativ in den Hintergrund rückt, auch in den Versuchen sozusagen von links nochmal hinterher das aufzuarbeiten. Also wie gesagt, wir sollten darüber diskutieren, auch in einer strategisch-politischen Perspektive, nicht nur in einer deskriptiven Perspektive oder in einer analytischen Perspektive, weil das natürlich Situationen sind, die wir in einer ähnlichen Form vielfach schon erlebt haben. Ich erinnere mich auch an Blockupy vor einigen Jahren und die wir wahrscheinlich auch in Zukunft wieder in einer ähnlichen Form erleben werden. Also die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich gebe jetzt das Wort an Peter und Stefanie. Wir haben gesagt, so 20 Minuten etwa, stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Studie vor. Und dann kommen im Grunde die Kommentare der anderen drei, die ich dann auf das Podium bitte, die ihre spezifischen Sichtweisen auch noch einbringen werden. Und danach gehen wir dann in die Diskussion mit dem Publikum. Ich weiß nicht, wer von euch beginnt. Dankeschön. Reicht das so von der Lautstärke? Ein bisschen näher. Bisschen näher, so. Also erstmal vielen Dank für die Einführung. Ob wir das alles so diskutieren können oder in der Studie aufgenommen haben, wir hatten ja unseren Hauptforschungsschwerpunkt auf der Eskalation, aber ich glaube, das wird sich gleich noch ein bisschen klären. Ich werde am Anfang ein bisschen was zu der Struktur sagen, des Forschungsprojektes selbst und dann so inhaltliche Dinge vorstellen. Der G20-Gipfel selbst war in verschiedener Hinsicht eine Zäsur gewesen. Auch über ein Jahr nach den Ereignissen wird insbesondere die Gewalteskalation und das bemerkenswert harte polizeiliche Vorgehen noch immer ziemlich kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt auch aus dem Bedürfnis nach einer unabhängigen Aufarbeitung der Ereignisse startete im Dezember 2017 das Forschungsprojekt Mapping No G20. Koordiniert wurde das Projekt vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung, dem Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU Berlin, dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Getragen und durchgeführt wurde das Forschungsprojekt von einem Netzwerk von mehr als 20 Wissenschaftlerinnen aus dem Protest-, Polizei- und Gewaltforschung, von einem knappen Dutzend Universitäten und wissenschaftlichen Instituten.
Ermöglicht wurde das Ganze durch die unbürokratische Finanzierung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, sowie der Zeit-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Carsens-Stiftung, denen wir auch an dieser Stelle ganz herzlich nochmal unseren Dank aussprechen möchten. Als Grundlage für unsere Forschung dienten Daten, die wir aus Interviews mit Beteiligten der Protesten generiert haben, das heißt Polizistinnen, Anwohnerinnen, Journalistinnen, Sanitäterinnen und vielen anderen mehr. Es diente uns eine Umfrage unter Demonstrationsteilnehmerinnen der beiden Großdemonstrationen, Video- und Bildmaterial, Medienberichte, großer Datensatz von Twitter-Nachrichten und eine ziemlich große Anzahl von allen öffentlich zugänglichen Dokumenten. Was man sagen muss, ist, dass wir nicht die vielfach geforderte Expertenkommission sind. Eine solche hätte Ressourcen in weit größerem Umfang erfordert. Mapping NOG20 ist ein Forschungsprojekt, dessen Ziel es war, zu rekonstruieren und exemplarisch zu analysieren, wie und warum die Gewalt in Hamburg in dieser Form eskalierte. Was wir zur Debatte beitragen wollen, ist in erster Linie eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf die Ereignisse. Dies sei deswegen gesagt, um zu verdeutlichen, dass es bei aller nur zu verständlichen Erschütterung von Aktivistinnen über die Erlebnisse mit einem autoritären Machtapparat zunächst darum geht, zu verstehen, was passiert ist und warum. Dass illegale und oder illegitime Polizeigewalt zu verurteilen ist, darüber sind wir uns einig. Das müssen wir an diesem Ort sicherlich nicht extra vertiefen. Uns geht es um ein weiteres Verständnis der Prozesse. Es geht also zuerst um die Analyse. Inwiefern diese dann Ausgangspunkt für Skandalisierung ist, können wir dann im Anschluss noch diskutieren. Und damit jetzt zu den Inhalten. Ich werde im Folgenden kurz die Anlage und das analytische Konzept der Studie vorstellen und auf die Ausgangssituation eingehen. Peter Ulrich wird dann auf die Schlüsselmomente in der Protestwoche und die Rolle der Medien in der Eskalation eingehen und dann anschließend ein kurzes Fazit ziehen, was dann als Grundlage für die Diskussion stellen kann. Also der Überblick. Der Ausgangspunkt unserer Analysen ist eine wissenschaftlich gut fundierte Annahme, nämlich dass für die Entstehung und Ausweitung von Gewalt nicht nur vorgefestigte Strategien und Pläne verantwortlich sind, sondern dass wir es mit Prozessen der Eskalation zu tun haben, mit Prozessen, die eine eigene Dynamik ausbilden, die sich verselbstständigen können und die von Beteiligten nur begrenzt steuerbar sind. Wir grenzen uns damit von der verbreiteten, aber irreführenden intentionalistischen Vorstellung ab, Gewalteskalation sei das Resultat des geplanten Agierens einer der beteiligten Seiten, etwa von sogenannten Linksextremisten oder Chaoten. Das lässt sich vielleicht für einen Teil der Aktionen konstatieren, die augenscheinlich vorbereitet waren, wie die Zerstörung in Altona. Doch selbst hier muss gefragt werden, wie die Gesamtdynamik zum Verlauf solcher Aktionen beiträgt. Wir gehen davon aus, dass viele der Dinge, die in Hamburg geschehen sind, nicht vornehmlich der Ausdruck von Plänen einzelner Akteure sind, auch nicht von Seiten der Polizei, sondern nur als Resultat einer Dynamik verstehbar werden. Prozesse der Gewalteskalation entstehen in den körperlichen Interaktionen der Beteiligten und sind untrennbar verbunden mit parallel ablaufenden Deutungsprozessen. Unser eigentlicher Untersuchungsgegenstand sind also die Eskalationen, verstanden als eine stufenweise Ausweitung des Konflikts. Das ist ein Prozess, in dem sich die beteiligten Parteien gegenseitig so stimulieren, dass ihre Perspektiven immer unvereinbarer werden, in dem immer mehr Handlungen des Gegenübers als geplanter Angriff interpretiert werden und nach entsprechender Gegenwehr geradezu verlangen. Und in dem den jeweiligen Parteien der Einsatz immer stärkerer Gewaltmittel als gerechtfertigt oder gar zwingend erscheint. Wir haben die Eskalation in Hamburg auf vier verschiedenen Dimensionen erfasst. Das ist erstens die Intensität. Hier geht es besonders um die Stärke des Konflikts, die Härte der Mittel, aber auch um ihr symbolisches Drohpotenzial. Zweitens die Akteurskonstellation. Wer ist in welchen Konstellationen, in welchen Konflikt involviert? Wie ändert sich die Zusammensetzung? Gibt es moderierende Dritte oder verschwinden diese? Drittens der Raum. Das sind einerseits materielle Charakteristika, also die Beschaffenheit von Interaktionsorten zum Beispiel, andererseits die Frage Verfügbarkeit bzw. Nutzbarkeit für Erholung oder vom Protest zum Beispiel. Aber auch die Dimension symbolischer Kämpfe, also beispielsweise im Fall von gefühlten Integritätsverletzungen durch andere Gruppen. Viertens ist es die Emotionalität. Das ist sowas wie Gruppenbildung durch Solidarisierung, aber auch emotionale Überforderung, starke Emotionen wie Wut, Hass und Euphorie. Mit dem Fokus auf Interaktion und Deutung als den Elementen des
Eskalationsgeschehens steht die Protestwoche selbst im Zentrum. Wir rekonstruieren dazu insbesondere prägende Konflikte und Einzelereignisse, wie die polizeiliche Zerschlagung der Welcome to Hell-Demonstration, teilweise minutiös und quasi mikroskopisch. Solche Ereignisse sind Wendepunkte, die dem Geschehen eine neue Richtung oder Intensität verleihen. Immer haben wir dabei im Blick, wie sich die Akteure verhalten und wie sie das, was sie erleben, deuten. Diese Interpretationen sind aber nicht nur Ausdruck ganz unmittelbaren Erlebens, sondern mehr denn je geprägt von Medien. Medien erlauben heutzutage nicht nur eine nachträgliche, sondern eine simultane Begleitung am Geschehen und seiner Bewertung aus der Distanz. Diese Deutung und Interaktion sind zugleich aber auch nicht ohne ihren Kontext zu verstehen. Zu diesem gehören neben dem Recht die höchst ungleich verteilten Machtchancen. Man denke nur an die Ausrüstung von Demonstrierenden gegenüber dem, was Polizei als Ausrüstung und als technische Mittel mitbringt. Aber auch die unterschiedlichen Möglichkeiten auf Informationen und Wissen über das Geschehen selbst zuzugreifen. Und anderen strukturellen Bedingungen des Aufeinandertreffens der Konfliktbeteiligten sowie ihre Konflikterfahrung. Einen Einfluss haben hier zum Beispiel die globalen Erfahrungen in der Geschichte der Gipfelproteste. Einfluss hat aber auch die spezifische Hamburger Konfliktkonstellation, beispielsweise im Hinblick auf die lange Auseinandersetzung in Hamburg zwischen linken Bewegungen für ein Recht auf Stadt auf der einen Seite und der kompromisslosen Hamburger Linie der Polizei auf der anderen. Das heißt, trotz aller Bedeutung von situativen Eskalationsprozessen treten die Beteiligten mit Vorannahmen, Erwartungen, Feindbildern oder Ängsten und natürlich auch mit Zielen in das Geschehen ein. Um all diesen Aspekten gerecht zu werden, wurde die hier abgebildete Grundstruktur unserer Untersuchung gewählt. Zum einen kondensieren wir die Kontextbedingungen, Vorprägungen, Erwartungen und Pläne in dem, was wir Ausgangskonstellation nennen. Dies bildet den ersten Schwerpunkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden die Interaktion und Deutung während der Protestwoche selbst. Aus Gründen der Übersichtlichkeit unterscheiden wir hier für die Darstellung die direkten Interaktionen auf Demonstrationen, bei Blockaden oder bei Ausschreitungen und die medialen Deutungen in Presse und sozialen Medien. In diesen drei Schritten, Ausgangskonstellation, Schlüsselinteraktion und mediale Interpretation, wollen wir nun kurz ausgewählte Erlebnisse vorstellen. Zunächst also zur Ausgangssituation. Die Ausgangskonstellation könnte man vorsichtig als spannungsgeladen bezeichnen. Sie ist geprägt von Diskursen über und Erwartungen von Gewalt. Die Protestakteure planen eine Vielzahl unterschiedlichster Protestformate, um ihre Kritik an dem G20 zu formulieren, deren Treffen viele für illegitimes Politiktheater halten. Getragen von den eigentlich Verantwortlichen für viele Missstände der kapitalistischen Weltordnung wie Klimakollaps oder Kriege, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sich unter ihnen einige diktatorische oder autokratische Herrscher befinden, geplant werden Gegengipfel, Demonstrationen und Blockaden. Daneben gibt es auch in den Bündnisgesprächen nicht repräsentierte militante Fortfeldaktionen und eine Mobilisierung radikaler Gruppen, die drohend selbst den Konflikt heraufbeschwören. Unter anderem darüber, welche Mittel legitim sind, welches Bild von Protest akzeptabel und wie deutlich die Distanzierung von Gewalt erfolgen soll, gibt es Streit in den sich organisierenden Bündnisstrukturen und daraus resultierend eine Spaltung. Beeinflusst ist der Zwist auch von den Einschätzungen des polizeilichen Vorbereitungsstabes, der eine proaktive Öffentlichkeitsarbeit betreibt und stetig düster werdende Szenarien beschreibt. Nach denen werden bis zu 100.000 sogenannte gewaltbereite Störer erwartet. 10.000. Die Polizei erklärt im Rahmenbefehl den reibungslosen Gipfelablauf zur Priorität und unter ihren Einsatzzielen. Das ist sicher einer der deutlichsten Verweise darauf, dass wir es hier nicht nur mit eskalativen Prozessen, sondern eben auch mit Machtfragen zu tun haben. Und legt sich gegenüber den Protestierenden auf eine Strategie der Härte im Sinne der Hamburger Linie fest. Niedrige Eingreifschwelle, hoher Einsatz von Technik, null Toleranz. Dabei werden große Teile der Protestgruppen in einem binären Gut-Böse-Schema als gewaltbereit markiert. Und die Erwartung gewaltbereiter Teilnehmender wird bei einzelnen Veranstaltungen von der Polizei in den Lagebewertungen auf den Charakter der gesamten Veranstaltung übertragen, bis hin zur Warnung vor der Teilnahme an Veranstaltungen durch die Innenbehörde. Innerhalb der Polizei richtet sich die Wahrnehmung zunehmend auf die Erwartung von Gewalt aus. Deeskalierende Maßnahmen, etwa die Kommunikation mit den Organisatorinnen, wird als konfliktträchtig bewertet. Protestveranstaltungen werden von ihr gering geschätzt. Also die Kommunikation mit den Organisatorinnen als konfliktträchtig bewerteten Protestveranstaltungen wird als gering eingeschätzt.
Das heißt, man hat dann Kooperationsgespräche vornehmend mit den Personen geführt, die Demonstrationen angemeldet haben, von denen die Lagebewertung der Polizei gesagt hat, dass sie als möglichst gewaltfrei zu erwarten sind. Zwei Beispiele. Die Organisatoren von Demonstrationen sind in Kooperationsgesprächen nie mit höheren Beamten zusammengetroffen. Teilweise mussten sie alle erreichbaren politischen Hebel in Bewegung setzen, damit es überhaupt zu Kooperationsgesprächen kommt. Auch der Einsatz von Kommunikationsteams in Hamburg zeigt diese Haltung. Diese waren gerade nicht zur Kommunikation im Konfliktfall verfügbar, sondern wurden zur PR-Kommunikation an die Bevölkerung eingesetzt. Das ist tatsächlich etwas sehr Ungewöhnliches, weil normalerweise Konfliktbeamten als taktisches Mittel eingesetzt werden bei der Polizei und nicht als PR-Strategie. Der Innensenator formulierte später im Sonderausschuss mit Bezug auf die Camps ganz explizit, dass man da schlicht keine Kooperationspartner gesehen habe. Genau, also man kann zusammenfassen, dass viele Beteiligte schon... Man kann zusammenfassen, dass viele Beteiligte schon mit Gewalterwartung in den Konflikt reingehen und sich entsprechend rüsten. Im Fall der Polizei ganz besonders, aber auch beim Teil der Protestierenden mit dem Ziel, Stärke zu demonstrieren, womit ein erster Schritt zur Eskalation gegangen ist. Und damit zu den Schlüsselmomenten. Die Auseinandersetzung um die Protestcamps kann man mit Fug und Recht als Ouvertüre der Protestwoche begreifen. Polizei und Demonstrierende geraten an dieser Stelle erstmals aneinander, und zwar gewaltförmig. Denn die Innenbehörde Hamburgs hat sich ganz klar auf die Position festgelegt, dass von Protestcamps Gewalt ausgeht. Das sind Orte, an denen Gewalt geplant wird. Was dabei nicht gesehen wurde, sind politische Funktionen von Protestcamps, ihr teilweise womöglich sogar deeskalierendes Potenzial. Protestcamps sind von Gipfelprotesten, wie wir sie kennen, heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken. Denn so wie der Gipfel selbst eine immense Infrastruktur braucht und eine wirklich immense, die große Teile Hamburgs eigentlich benötigt hat, so benötigt natürlich auch der Protest eine Infrastruktur. Menschen müssen sich verpflegen, müssen unterkommen und, was noch wahrscheinlich wichtiger ist, sie brauchen Raum zum Austausch, also Raum für die politischen Prozesse des Protests. Allerdings verfügen Protestierende in der Regel eben gerade nicht über die Ressourcen der Staatsapparate. Das ist eine auch machtpolitisch ziemlich aufschlussreiche Konstellation, in der die faktische Chancenungleichheit hinter der formalen Freiheit, sich ganze Hotelanlagen zu mieten, eigentlich zum Verschwinden gebracht wird. Eine Konstellation, auf der wir vielleicht eher später in der Diskussion dann nochmal eingehen können. Die Verhinderung der Camps von Beginn an mit wirklich allen zur Verfügung stehenden rechtlichen, bürokratischen Mitteln und Finden, müsste man teilweise fast sagen, hat allerdings einen auch für die Seite staatlichen Handelns unintendierten Effekt. Sie weitet nämlich den Konflikt immens aus und bringt weitere Menschen gegen die Polizeistrategie auf. Es kommt gerade angesichts dieser immens harten Linie der Hamburger Polizei und der Innenbehörde zu Solidarisierung mit den Protestierenden durch Gruppen, die bisher am Protest eigentlich gar nicht beteiligt waren. Und das ist ein Muster, was sich zu verschiedenen Zeitpunkten dann nochmal wiederholt. Nach dem harten Vorgehen gegen die feiernden Protestierenden beim Cornern, bei der Auflösung der Welcome to Hell-Demonstration und an anderen Stellen. Ein zweites Resultat dieses ersten gewaltvollen Aufeinandertreffens ist eine zunehmende Polarisierung der Situation. Das heißt, aus Sicht vieler Protestierender, auch aus Sicht derjenigen, die das vielleicht bisher noch offener gedeutet haben, die Situation, positioniert sich die Polizei eindeutig protestfeindlich. Sie wird also klar wahrnehmbar Partei. Oder, wie es das Komitee für Grundrechte formuliert hat, sie macht sich zur Herrin des Versammlungsgeschehens. Eine Folge davon ist, dass sich der Konflikt auch verlagert. Also aus dem Ausgangskonflikt der Konstellation zwischen den Protestierenden auf der einen Seite und ihrem Konfliktgegner, den G20, auf der anderen, wird ein Konflikt zwischen Protestierenden und Polizei. Das ist ein altbekanntes Phänomen, vielleicht geradezu eine soziale Funktion der Polizei, die dazu beiträgt, den politischen Charakter zum Verschwinden zu bringen durch eine Versicherheitlichung des Geschehens.
Diese konfliktgeladene Konstellation wird dann nochmal dadurch verschärft, dass es nun im Protest eigentlich nochmal um ein anderes Thema, ein womöglich noch viel grundsätzlicheres Thema als G20 geht, nämlich um die Frage der Versammlungsfreiheit. Das kommt dann auch in neuen Slogans und neuen Themen zum Ausdruck, wie dem dann immer wieder sichtbaren und hörbaren Yes We Camp. Damit sind zwei weitere Eskalationsbedingungen gegeben. Mancher Kommunikationsfaden, der bis dahin noch bestand, wird nach diesen ersten physischen Konfrontationen gekappt. Beispielsweise haben die Organisatorinnen der Welcome to Hell-Demonstration geplante Kooperationsgespräche mit der Polizei an dieser Stelle dann abgesagt, weil sie sich nicht mehr irgendwelche Ergebnisse davon versprochen haben. Das heißt, der Konflikt wurde auch nochmal zu einem, man könnte sagen, grundsätzlichen Wertkonflikt geradezu hochgestuft. Damit soll jetzt nicht negiert werden, dass natürlich auch, das heißt nicht natürlich, aber dass Teile des Protestspektrums mit explizit militanten Plänen angereist sind. Thomas hat das ja angesprochen. Ein Teil der Protestierenden bei jedem Gipfelprotest ist auf symbolische Bilder der Konfrontation und der Zerstörung aus. Die Frage, die uns interessiert, die analytisch vielleicht aber besonders spannend für unseren Ansatz ist, ist die Frage, ob und wie stark dieser Teil mobilisiert wird, wie er sich verhält, inwiefern er Legitimität organisieren kann. Und das hängt von den Umständen der Entwicklung ab. In Hamburg hat sich dann eine Situation entwickelt, in der immer mehr Gruppen gegen die Polizei aufgebracht werden und immer mehr Menschen sich angesichts der real gemachten Gewalterfahrungen Slogans wie "Ganz Hamburg hasst die Polizei" und Ähnliches zu eigen machen. An diesem Slogan wird, glaube ich, auch die starke emotionale Qualität des Ganzen deutlich, sicherlich am stärksten nach der Zerschlagung der Welcome to Hell-Demonstration, die am Ende den Punkt markiert, an dem sich die Eskalationsspirale schnell zu drehen beginnt. Es sind solche Punkte, an denen das Geschehen den Beteiligten entgleitet. Unsere Situationsanalysen beispielsweise deuten diese Auflösung der Welcome to Hell-Demonstration nicht nur als Plan, auch wenn da natürlich geplante Elemente, das wäre vielleicht auch nochmal für die Diskussion, beteiligt sind, aber auch als Prozess einer selbsterfüllenden Prophezeiung, in dem nämlich die verschiedenen Befürchtungen, Gewalterwartungen und Drohgebärden irgendwann einen wenigstens halbwegs kooperativen Umgang unmöglich gemacht haben. Das ist etwas, was der Einsatzleiter Hartmut Dutte im Interview zuvor auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht hat und was dann hier traurige Realität wurde. Er hatte gesagt, ein Wasserwerfer hat keinen Rückwärtsgang. Die Tragik dieser Situation, wenn man eben nicht reinen Konfrontationswillen nur unterstellen will, liegt darin, dass sich die Polizei in ihrer düsteren Prognose so sehr verfangen hatte, dass selbst ein wenig Pragmatismus und Konzilianz zum Gesichtsverlust geführt hätte. Das ist ein für Hamburg und auch für verschiedene andere Gipfelproteste typisches Vorgehen, das allerdings weder dem Stand zeitgemäßer polizeilicher Einsatzlehre noch dem Geist des Brockdorf-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit entspricht und was auch außerhalb von Hamburg polizeiintern kritisiert wurde. Dieser Moment der Auflösung der Welcome to Hell-Demonstration ist nicht nur einschneidend wegen der sicherlich den meisten hier Anwesenden noch erinnerlichen vielen Verletzten, der Sachschäden, der durch das plötzliche Losschlagen ausgelösten Massenpanik, sondern auch, weil auf beiden Seiten Gewissheiten, die im relativ stark verregelten und routinisierten deutschen Versammlungsgeschehen existieren, solche Sicherheiten ins Wanken gebracht hat. Ein Interviewter Protestierender beispielsweise hat das so formuliert, dass an dem Punkt die Sicherheit verschwunden war, dass bei Protesten in Deutschland niemand auf der Straße liegen bleibt. Entsprechend hoch kochten also die Emotionen, Wut, Hass, Euphorie, Angst. Auch die Ausschreitungen im Schanzenviertel haben sich nach einem ähnlichen Schema entwickelt, mit einer Eigendynamik, die wiederum zum Ausgreifen auf vorher Unbeteiligte geführt hat. Also Gruppen von Vermummten greifen beispielsweise die Polizei an, um einen polizeifreien Raum herzustellen. Mit den Angriffen wird aus Sicht der Polizei die Schwelle zur Gefährdung von Leib und Leben der Beamtinnen überschritten. Auf Basis dieser Gefahreneinschätzung und, nicht zu unterschätzen, weil ihre Kräfte entsprechend der Einsatzprioritäten anderweitig gebunden waren, nämlich zur Absicherung des Konzerts für die Staatsgäste in der Äpfelharmonie, verzögert sich die Intervention und macht aus Polizeisicht den Einsatz von mit Langwaffen bewaffneten Spezialkräften erforderlich. Hier wird auch besonders die Anspannung auf Polizeiseite deutlich. Die resultiert bei den einzelnen Beamtinnen auch aus den Erfahrungen der letzten Tage mit den andauernden Konfrontationen, aus überaus langen Einsatz- und Bereitschaftszeiten, aus einer Dauerbeschallung mit Bedrohungsszenarien über Medien und auch über ihre eigenen sozialen Medien und über den Polizeifunk.
All das sind auch Faktoren, die mit dem Erschöpfungszustand, auf den Erschöpfungszustand vieler Beamten sich auswirken, der auch mit dazu beiträgt, dass sich im Einsatz die normative Rahmung immer mehr verschiebt in den Interaktionen, dass mit Gewalt vorzugehen ihnen tatsächlich mehr und mehr als geboten und naheliegend erscheint. Zusammengenommen bilden diese Faktoren den Hintergrund für die extrem häufig beobachteten und dokumentierten Übergriffe auf Journalistinnen, Protestierende, Umstehende. Noch kurz zwei Befunde zur Wirkung der Medien. Wir hatten ja gesagt, die erlauben eine quasi simultane Begleitung des Geschehens. Zunächst kurz zur Presseberichterstattung. Die Untersuchung hat ergeben, wenig überraschend, auch Thomas hat es schon angesprochen, dass wieder einmal Gewalt mit ihrem Nachrichtenwert die Berichterstattung dominiert hat. Völlig unproportional im Verhältnis zu dem, was tatsächlich an Gewaltereignissen sich ereignet hat. In einem großen Teil der Medien sind die Anliegen der Proteste weitgehend untergegangen, mindestens in der zweiten Hälfte der Protestwoche. Die Fixierung auf Gewalt hat zu einem Zerrbild von dem geführt, was in Hamburg für eine Vielfalt von Protestformen stattgefunden hat. Und schon mit diesem einseitigen Fokus sind die Medien auch Teil der Eskalation. Zugleich beobachten wir auch eine sehr starke Lagerbildung. Das heißt, es gibt auf der einen Seite bei liberalen Medien eine bürgerrechtsorientierte Position, die die Einschränkung der Versammlungsfreiheit kritisiert und das Vorgehen der Polizei und stattdessen aber das demokratische Potenzial des Protests herausstellt. Auf der anderen Seite gibt es eine Law-and-Order-Position, die den Protest fast ausschließlich als ein Sicherheitsproblem deutet. Mit diesen extrem unterschiedlichen Sichtweisen, die quasi mit der Wahl der Zeitung entschieden werden, haben die jeweiligen Erwartungsstrukturen der Rezipientin dieser Presseorgane eine Verstärkung erfahren. Das Ergebnis ist eine Polarisierung und der Verlust von Differenzierung, wie er, glaube ich, in diesen beiden Titelbildern vom 8. Juli ziemlich deutlich zum Ausdruck kommt. In den sozialen Medien zeigt sich etwas Vergleichbares. In unserem Social-Media-Modul wurden über 700.000 Tweets analysiert. Ergebnis, zu Beginn der Proteste gab es im Twitter-Diskurs eine große Vielfalt mit unterschiedlichsten Standpunkten, mit gegenseitigen Bezugnahmen zwischen diesen einzelnen Akteuren, ihren Lagern, ihren Einschätzungen. Im Verlauf der Protestwoche haben sich auch hier klar zwei Lager gebildet, die völlig getrennte Echokammern konstituiert haben. Und das ist das, was wir hier auf dieser Darstellung deutlich sehen. Ein Player gewinnt im Verlauf der Proteste so stark an Reichweite, dass er die Interpretation der Ereignisse entscheidend aus seiner Perspektive beeinflusst, nämlich die Hamburger Polizei. Das heißt, im Verlaufe dieses Diskurses ist es ihr gelungen, durch Mobilisierung von Unterstützerinnen, durch Mobilisierung von Solidaritätsakteuren, dass ein zentraler Akteur des Konflikts zugleich zum zentralen Akteur der Deutung des Konflikts ist, indem er doch selber Partei ist. Das zeigt hier diese Stellung der Polizei im Twitter-Diskurs am Ende der Protestwoche. Kurzes Fazit. Am Ende hat sich das vollmundige Sicherheitsversprechen, also die Vorstellung von Polizei und Senat, dass man das Geschehen durch einen immens hohen Einsatz von Menschen und Material spielen, kontrollieren könnte, als Illusion erwiesen. Man könnte sagen, eine Omnipotenzfantasie und Steuerbarkeitsfiktion ist krachend gescheitert und hat doch, zumindest bei der Hamburger Innenbehörde und Polizei, kaum zur Reflexion geführt. Dabei war das Gewaltniveau, anders als der schrille Diskurs nach G20 oder während der Ausschreitungen das nahegelegt hat, war das Gewaltniveau trotz all dieser nachträglichen Bürgerkriegsrhetorik und des überaus starken Verfolgungseifers von Polizei und Gerichten bei weitem nicht beispiellos. Trotzdem für die Analyse und Entstehung von Gewalt ist dieser Fall ein eindrückliches Beispiel dafür, wie sich Ereignisse und situative Dynamiken verketten können. Was niemals bedeuten soll, dass nicht Planungen, Erwartungen oder Entscheidungen der Handelnden auch eine wichtige Rolle spielen würden. Aber die Dynamik des Geschehens verwirklicht sich im Gegenteil halt gerade darin, dass die Beteiligten in der Verflechtung ihrer Handlungen, ihre Kalkulationen auch jeweils ändern, ihre Situationsdeutungen sich entwickeln und diese einschneidenden Ereignisse machen das, glaube ich, ziemlich deutlich. Hier schließen sich natürlich verschiedene Fragen an, die von den Untersuchten, also bei uns im Zentrum stehenden konkreten Interaktionen wegführen, die wir hoffentlich dann im Anschluss auch diskutieren. Also war das Vorgehen der Sicherheitsbehörden so etwas wie ein nicht deklarierter, stiller Ausnahmezustand?
Ist das symptomatisch für Krisentendenzen im autoritären Kapitalismus oder ist es doch viel mehr Ausdruck der spezifischen Konfliktkonstellation Hamburgs? Aber ich hoffe, das greifen wir gleich noch auf. Wir haben versucht, soweit das in diesem umkämpften Gelände möglich ist, zu analysieren, was geschehen ist und warum das geschehen ist. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass das die politische Debatte trotz ihrer eingangs geschilderten Begrenztheiten aufgreifen kann, dass sie trotz dieser Verzerrung im Diskurs ein wenig in der Lage ist, wenigstens einzelne dieser Erkenntnisse aufzugreifen. Auch weil die Analyse dieser geschilderten Dynamiken hilft, vielleicht ein wenig aus einem völlig moralisch überfrachteten Diskurs über Gewalt herauszutreten. Der Debatte über Hamburg 2017, auch grundsätzlich der Debatte über Gipfelproteste, über den polizeilichen Umgang mit Demonstrationen und auch über den Zustand der Demokratie im Allgemeinen, würde das meines Erachtens sicherlich nicht schaden. Ich will zum Abschluss ganz kurz noch darauf hinweisen, dass wir eine Webseite auch des Projekts haben, g20.protestinstitut.eu, auf der man nicht nur den Bericht auch noch herunterladen kann, sondern auch eine interaktive Karte findet, in der man die Einzelereignisse die Woche im Verlauf sich genau anschauen kann mit vielen Detailschilderungen und Analysen zu einzelnen Sachen, die ich jetzt hier quasi nur beispielhaft nur anreißen konnten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Stefanie und Peter. Und ich würde dann unsere anderen drei Gäste auf die Bühne bitten. Ich stelle Sie jetzt kurz vor in der Reihenfolge, wie Sie dann auch reden werden. Zunächst mal Elke Steven in der Mitte. Dr. Elke Steven ist Soziologin und Journalistin und arbeitet gegenwärtig als Geschäftsführerin bei dem gemeinnützigen Verein Digitale Gesellschaft. Vorher hat sie mehr als 2 Jahrzehnte lang im Komitee für Grundrechte und Demokratie für die Grund- und Menschenrechte sich eingesetzt, war dort, glaube ich, auch als Geschäftsführerin tätig und hat auch bei vielen Auseinandersetzungen, Demonstrationsbeobachtungen organisiert und eben auch beim G20-Gipfel die Demonstrationsbeobachtungen des Komitees für Grundrechte und Demokratie organisiert. Sie war verantwortlich für den jährlich erscheinenden Grundrechte-Report und hat Artikel insbesondere zu den Themen Versammlungsfreiheit, innere Sicherheit, elektronische Gesundheitskarte veröffentlicht. Und als zweiten haben wir dann Professor Dr. Dieter Rucht ist gegenwärtig Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dort hat er seit 1988 gearbeitet in verschiedenen Funktionen. Er war langjährig Leiter verschiedener Forschungsgruppen zu den Themen politische Öffentlichkeit und soziale Bewegungen. Ich denke, man kann sagen, er ist einer der wesentlichen Mitbegründer der Forschung über neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik. Dieter Rucht ist Mitglied auch des Vorstands des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und hat als Beirat des Forschungsprojekts das Forschungsprojekt begleitet, dessen Ergebnisse eben hier vorgestellt wurden. Last but not least Corinna Genschel. Corinna Genschel ist Mitarbeiterin der Kontaktstelle Soziale Bewegungen der Fraktion Die Linke im Bundestag mit den Schwerpunkten Globalisierungskritik, Sozial- und Krisenproteste, Klima- und Anti-AKW und neue soziale Bewegungen. Das heißt im Grunde genommen das gesamte Spektrum eigentlich. Die Kontaktstelle hat noch eine Kollegin, die sich mit Gewerkschaften stärker beschäftigt. Aber Corinna ist im Grunde genommen in allen größeren Mobilisierungen der letzten Jahre, immer dann, wenn es um größere Bündnisse ging, um größere Protestaktionen auch Teil dessen gewesen als Organisatorin. Auch beim G20-Gipfel war sie eben Mitorganisatorin der G20-Plattform. Wir haben jahrelang vorher im Blockupy-Bündnis zusammengearbeitet. Ich würde euch jetzt kurz bitten, in jeweils 5 Minuten eure Perspektive darzustellen auf diese Ereignisse. Ihr habt ja unterschiedliche Schwerpunkte. Wir fangen an, wie gesagt, mit Elke. Elke, wie siehst du das? Ist das Handeln der Polizei im Grunde außergewöhnlich gewesen in Hamburg?
stellt das einen Bruch dar mit den Praxen, die wir vorher erlebt haben? In den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik, ist es eine neue Qualität oder ist es doch eher im Grunde eine Fortsetzung dessen, was wir auch in vielen anderen Situationen früher schon erlebt haben? Geht das Mikro? Ja, dann kann ich das nehmen. Ja, das ist immer eine schwere Frage, dieser Vergleich zu bisherigen Erfahrungen. Und ich versuche es jetzt in der Kürze der Zeit einfach nur ein paar Aspekte nochmal zu sagen. Einerseits finde ich, wenn man einmal auch in der Bundesrepublik lange zurückdenkt, für mich ist immer Brokdorf 1980 so ein Beispiel von totaler polizeilicher Gewalt, dann ist das irgendwie klar eine ganz andere Zeit, ganz andere polizeiliche Mittel, aber trotzdem natürlich ein erhebliches Maß an Gewalt, dem wir immer wieder begegnet sind. Genauso war es im Wendland bei Castortransporten. Gab es immer wieder Formen von erheblicher polizeilicher Gewalt und es gab natürlich eine Menge an Auseinandersetzungen, die wir auch heute oft wieder vergessen, in welchem Maße die stattgefunden haben. Auf der anderen Seite, angesichts des Gipfels, geht es natürlich der Blick auf die anderen Gipfel, die es gegeben hat. Und wenn man da an Göteborg und Genua denkt, ist es natürlich ein extremes Maß von Eskalation von Gewalt, was wir da gesehen haben. Und dann, gerade in diesem Vergleich, bin ich eher zu dem Ergebnis gekommen, dass die Form der Aufarbeitung, wie sie uns gelingt, oder besser gesagt in Deutschland nicht gelingt, den Unterschied möglicherweise ausmacht zu dem, was vorher passiert ist. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Weil ich gleichzeitig gerade aus den Erfahrungen vor Ort mit der Demonstrationsbeobachtung fast die Gewalt relativieren möchte, die ja immer wieder Thema ist und in Medien Thema war. Und einerseits diesem einen Teil, den ihr aus Ihrem Projekt sagt, das ist eine Eskalation von Konflikten und die wollen wir eigentlich beschreiben und keiner hat das so geplant, eben doch diese Machtunterschiede, die er natürlich auch sehr genau beschreibt, in den Vordergrund stellen und sagen, der Unterschied ist gar nicht mal das Ausmaß der Gewalt der Polizei, sondern die es erheblich gegeben hat, aber das Maß der Machtdemonstration und dieser Situation, alles im Griff haben zu wollen, also das als Prinzip und jederzeit sofort einzugreifen und nichts geschehen zu lassen. Das heißt, auch von vornherein ja nicht auf Kommunikation angelegt war und so weiter. Da gab es natürlich Demonstrationen in der Bundesrepublik, die völlig anders angelegt waren und die wirklich auf Kommunikation auch ein Stück angelegt waren. Also diese Nulltoleranz, dieses wir beherrschen die ganze Situation, wir beherrschen die Straße und wir lassen manchmal Dinge zu, auch Protest zu, aber wir definieren, was wir zulassen. Das ist, glaube ich, die für mich erschreckende Erfahrung von Hamburg gewesen. Und das ist eine indirekte Form von Gewalt. Die Gewalt ist dann nur noch ein Teil des Ausdrucks. Und auf der anderen Seite würde ich aber eben die Gewalt der Demonstrierenden nochmal erheblich relativieren und sagen, das war also in großen Teilen der Demonstration, wenn wir von Sonntag, dem 2. Juli ausgehen, war das ja bis Freitag, Mittag eigentlich eher bestimmt von einem sehr friedlichen Protest, der sehr viel an Konfrontationen oder Zumutungen eher versucht hat aufzugreifen. Dass es da immer auch Leute gibt, die zu Flaschen greifen oder Steinen greifen, ist eine andere Sache, aber da hat auch das Brokdorf-Urteil schon gesagt, da muss die Polizei mit den Einzelnen vorgehen und nicht gegen den Protest insgesamt. Ja, wahrscheinlich sind die 5 Minuten auch schon vorbei. Von daher noch mal kurz zu diesem Unterschied, den ich am Anfang festgemacht habe. Göteborg und Genua, da ist zumindest im Nachhinein gelungen, eine ganze Menge dieser polizeilichen Gewalt anderes auch gerichtlich aufzuarbeiten. Es gibt gerichtliche Feststellungen darüber, dass die Göteborger Polizei gewalttätige Ausschreitungen, also das polizeiliche Handeln, gewalttätige Ausschreitungen waren. Und es gibt die gerichtliche Feststellung, dass das, was die Polizei in Italien gemacht hat, als Folter eingestuft werden kann. Und es ist viel zu wenig aufgearbeitet worden. Aber das Maß, wie es der
Polizei und der Politik, denn Innensenator und Polizei haben ja so wirklich ein ganz enges Bündnis geschlossen, gelungen ist, diese öffentliche Debatte zu beherrschen, auch im Nachhinein zu beherrschen und auch in diesem Sonderausschuss die Debatte zu beherrschen. Das, glaube ich, ist das wirklich Erschreckende an diesen Erfahrungen von G20. Dieter, du hast in einem Artikel in den Blättern für deutsche und internationale Politik im Grunde dafür plädiert, dass man die Riots sozusagen ernst nehmen muss als politisches Handeln. Gleichzeitig hast du ja auch immer wieder in Analysen sozusagen eine gewisse Naivität von politischen Akteuren kritisiert und vor allen Dingen das Wechselspiel auch zwischen den Medien und den sozialen Bewegungen immer wieder analysiert, also sozusagen auch die Medienresonanz sehr stark beachtet in den Auseinandersetzungen. Wie würdest du im Rückblick jetzt diese gesamten Ereignisse sehen? Was ist sozusagen der politische Ertrag gewesen für die Protestbewegungen von dieser Protestwoche? Was ist sozusagen dann letztendlich gut gelaufen oder schlecht gelaufen aus deiner Perspektive, wenn du das jetzt vergleichst mit vielen anderen Protest-Events sozusagen? Ich denke, der politische Ertrag, um das mit einem Wort zu formulieren, war dürftig, vor allen Dingen aufgrund der medialen Berichterstattung. Und das führt mich gleich am Anfang zu drei Thesen, die sehr knapp sind. Die erste lautet, nicht die Sozialwissenschaften, sondern die Medien sind der bestimmende Faktor für die Wahrnehmung und Deutung politischer und gesellschaftlicher Vorgänge. Die zweite These lautet, die langfristig vorherrschende Deutung beim Publikum, also den politischen Konsumenten, den Medienrezipienten, wird nicht primär durch Worte, sondern durch Bilder, Fotos, Videos etc. bestimmt. Das ist das, was weitaus prägender ist als das Wort. Und die dritte These, was den heute bestehenden und längerfristig bleibenden Eindruck der Ereignisse in Hamburg prägt, das sind die Bilder, in Anführungszeichen, von sinnloser Gewalt auf Seiten der Demonstrierenden. Also ein Bild, das assoziiert wird mit Mob, mit Zerstörung, mit Chaos, mit Anarchie. Dieses Bild, das ja so eigentlich, wie der Bericht ja auch zeigt, nicht stimmt, dieses Bild hat sich dennoch durchgesetzt. Natürlich nicht bei allen Leuten, und es gibt sozusagen linksaffines Publikum, da herrschen andere Bilder vor, aber ich wette, wenn wir jetzt eine Befragung machen würden der Bundesbevölkerung, wie haben Sie denn Hamburg erlebt, an was erinnern Sie sich, was sind die prägenden Eindrücke, dann würden die Leute genau das sagen. Plünderungen, verletzte Polizisten, Chaos, Steinewerfer etc. pp. Und diese These, diese dritte These, die möchte ich nur kurz ausführen. Und das hat etwas zu tun, insbesondere mit den neuen, eben bildvermittelten Medien. Und um das zu illustrieren, habe ich noch mal heute gekramt in meinen Unterlagen. Ich habe ja da Ordner über alles Mögliche. Und ich fange mal an, das lässt sich jetzt nicht wirklich lesen, das müssen Sie auch nicht wirklich sehen. Aber das ist ein Ausschnitt über die Berichterstattung zum 1. Mai 1890 in Berlin. Und was man hier sieht, man muss jetzt die Worte nicht lesen, das ist einfach eine Bleiwüste. Das heißt, da wird berichtet in sehr kleiner Schrift über die Proteste im Wedding und da im Gesundbrunnen und da und dort. Und das ist also ein endlos langer Text, wo man dann Einzelheiten erfährt, was wohl los war. Also es gibt kein Bild. Und insoweit, glaube ich, ist auch der Aufregungsfaktor, wenn man sich da durchkämpfen will, egal was dem Einzelnen passiert, ist relativ gering. Jetzt nehme ich ein anderes Bild. Das ist, und das kann man, glaube ich, schon besser sehen, die Vorberichterstattung. Vorberichterstattung, das heißt, es ist noch gar nichts passiert.
zum 1. Mai in London im Jahr 2000. Und die Zeitung wusste eben schon vorher, was da passieren wird am nächsten Tag und hat es auch schon illustriert und mit diesem Begriff Anarchie. Also da werden also bestimmte Erwartungen schon im Vorfeld evoziert. Jetzt ist interessant, was passierte denn an dem folgenden Tag? Gemessen an Berliner Verhältnissen war es eigentlich gar nichts. Das heißt, es gab Graffitis an einem Kriegerdenkmal. Es gab das Denkmal von Churchill, dem wurde so ein grüner Rasen aufgesetzt, dass er wie so ein Irokese ausgeschaut hat. Es gab die Demolierung eines McDonald's-Laden, der am nächsten Tag aber schon wieder aufmachte. Und es gab, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen verletzten, leicht verletzten Polizisten. Und es wurde Gras ausgehoben im öffentlichen Park und da wurden dann Blumen und Pflanzen gepflanzt. Also das war sozusagen die Schadensbilanz, wo man hier mit der Schulter zucken würde und sagen, so what? Ja. Und der Aufregungsfaktor war unglaublich hoch. Also man hatte das Gefühl, London sozusagen wird von den Chaoten da aufgemischt. Und dieses Bild, ich habe dann auch die Radionachrichten, ich war in der Zeit in England gehört, ich glaube, dass dieses Bild sich eigentlich durchgesetzt hat. Und man kann sich jetzt fragen, was verbindet sich alles damit und wie kommt es eigentlich zustande? Und ich glaube, der Schlüssel der Erklärung ist wirklich die Wirkmacht von Bildern. Nicht zuletzt aus diesem Grund bin ich auch dazu übergegangen, nicht nur zu schreiben, sondern auch Filme zu machen, weil ich glaube, das ist auch bezogen auf meine Themen, sehr tiefe Eindrücke erzeugen kann und auch korrigieren kann im Übrigen. Jetzt nur noch stichpunktartig, ich kann also mein Programm hier nicht absolvieren, aber es macht ja nichts. Drei Entwicklungen, die eigentlich jetzt nicht wirklich Neues signalisieren, denn ich glaube, vieles kann man über Jahrzehnte und über viele Proteste hin feststellen und da ist Hamburg eigentlich keine neue Qualität, was die Medienberichterstattung angeht. Aber doch neuere Entwicklungen, die sich jetzt auch mit Blick auf Hamburg etwas deutlicher abgezeichnet haben. Das ist erstens der Sachverhalt polizeilicher Öffentlichkeitsarbeit. Das hat enorm zugenommen, war aber auch schon zu sehen in Heiligendamm beim G8-Gipfel, dass es hier nicht nur designierte Pressesprecher, inzwischen auch Sprecherinnen gibt, jüngere, meist attraktive, die man dann auch nicht so vielleicht kritisch angeht, sondern es gibt inzwischen einen regelrechten Stab von Leuten, die dann bei diesen Gelegenheiten tätig sind und entsprechend auch materialreich da in die Schlacht gehen, also auch mit Tweets natürlich in die Schlacht gehen. Dazu gehört, dass man Pressekonferenzen organisiert, dass man Material auslegt, irgendwelche Wagenheber oder sonst was da konfisziert wurde und vor allen Dingen wie in Hamburg darauf verweist, dass noch Tonnen dieses Materials in Hamburgern Kellern und Wohnungen liegen würde. Also da hat sich auf Seiten der Polizei was getan und Peter hat es ja am Schluss nochmal angedeutet, dass die Polizei da eigentlich durchgedrungen ist und sogar monopolisierend geradezu dargestanden ist mit ihren Deutungen. Also immer mit bestimmten Einschränkungen, ich bleibe jetzt mal sehr pauschal in dieser Feststellung. Die zweite Entwicklung, ich glaube, ich bin schon zu lang, dann mache ich nur ein Stichwort. Das ist sozusagen die enorme Beschleunigung der Berichterstattung bis hin zur Echtzeitberichterstattung. Und das hat nun mal auch den Effekt, dass man als Rezipient das Gefühl hat, ich bin dabei. Das, was ich da sehe oder was ich serviert bekomme, das ist absolut authentisch, das ist wahr. Und da sich dann die Berichterstattung sehr häufig dann auf die Gewaltereignisse fokussiert, hat man auch den Eindruck, das ist die zentrale Angelegenheit und das ist dann auch nicht wegzudiskutieren hinterher. Es gibt ja oft dann sozusagen Vereinseitigungen, Übertreibungen, die werden dann zum Teil auch korrigiert im Nachgang, zum Beispiel, dass da von oben von diesem Gerüst aus mit Steinplatten geworfen wurde und Molotow-Cocktails geworfen wurden und dergleichen mehr. Aber diese Korrekturen, die hinterher stattfinden, die haben eigentlich relativ geringe Resonanz, weil die Medienkarawane ist schon längst weitergezogen und es interessiert da niemand so sehr. Also es bleiben dann die ersten Bilder, die eben vermeintlich Authentizität suggerieren oder darstellen. Die dritte und letzte Entwicklung, die hängt ein bisschen damit zusammen,
Das ist nochmal die Rolle der sozialen Netzwerke und überhaupt der internetbasierten Kommunikation jetzt parallel oder im unmittelbaren Nachgang zu den Ereignissen. Das führt nicht nur zu einer rasanten Beschleunigung aller Vorgänge und auch zur Vernachlässigung der Recherche, des Abwägens, des Reflektierens, auch des Kontrollierens von bestimmten Berichten und Darstellungen, sondern es führt auch dazu, das ist nichts Neues, dass sich Filterblasen, Echokammern bilden. Und das bedeutet auch, dass man jeweils in Lager sich sortiert oder in Gruppen sortiert und dort die eigene Meinung, das, was man hören will und schon gehört hat, nochmal verstärkt und verdoppelt, aber mit konkurrierenden Deutungen gar nicht mehr zu tun hat. Also man verdichtet, verfestigt die eigenen Bilder, die oft schon vorgeformt sind, und ist gar nicht mehr konfrontiert mit der Welt, mit der Realität, die dem widerspricht. Und das läuft, und jetzt kommt meine Schlussfolgerung, auf eine paradoxe Entwicklung hinaus. Einerseits haben wir quantitativ und qualitativ eine Anreicherung, teils auch Verbesserung der medialen Kommunikation. Ich verweise nochmal auf diesen 1. Mai-Artikel von 1890, wo man denkt, das läuft ja auf eine enorme Steigerung von politischer Aufklärung hinaus. Aber die Formen, in denen das jetzt sich abspielt, haben dann den paradoxen Effekt, dass eben gar nicht aufgeklärt wird, sondern dass Stereotype, Bilder am Ende sich bei der Mehrzahl der Leute in den Köpfen verfestigen. Vielen Dank, Dieter. Die Frage ist jetzt, wenn wir die Beschreibung so hören, was machen wir damit? Corinna und ich, wir haben uns ja engagiert in der G20-Plattform. Das Konzept dort war im Grunde genommen, einen Dreiklang des Protests zu organisieren. Der Alternativgipfel, wo über die Politik der G20 kritisch diskutiert werden sollte und aufgeklärt werden sollte. Aktionen massenhaften zivilen Ungehorsams, die den Gipfelablauf stören sollten. Also Blockaden in der roten Zone und eben die Massendemonstration, wo auch Leute mit Kindern, Leute mit Rollstühlen sozusagen sich beteiligen können sollten. Und ich würde sagen, das Konzept ist auch umgesetzt worden. Auch die Masse der Protestierenden in Hamburg hat sich daran beteiligt, letztlich an der großartigen Demo mit 80.000 Menschen. Nur ist es nicht gelungen, im Grunde das gesamte Spektrum auf diesen Vorschlag dieses Dreiklangs zu verpflichten letztendlich und den verbindlich zu machen. Das heißt, es hat ja schon im Vorfeld eine Reihe von Spaltungen gegeben. Nicht nur die Abspaltung sozusagen von den militanten Akteuren, die andere Aktionen vorbereitet haben, wie die Welcome to Hell-Demonstrationen und andere Demonstrationen, auch die Abspaltung der großen NGOs, also Naturfreunde, BUND und so weiter. Frage ist jetzt eigentlich, wie siehst du das, Corinna, im Rückblick sozusagen die Bemühungen der Plattform, der G20-Plattform, wie erfolgreich war das aus deiner Sicht und wie problematisch oder unproblematisch ist das Verhältnis auch zu den anderen Aktionen und Aktivitäten, die es dort in der Protestwoche gegeben hat und welche Schlussfolgerungen wären daraus zu ziehen für zukünftige Aktivitäten? Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Veranstaltung, die Organisation der Veranstaltung und eure Studie nochmal. Weil mir scheint der G20 eigentümlicherweise ja schon ziemlich weit weg und offen, trotzdem ist er ja da. Man kriegt es ja jeden Tag auch über Repression oder jetzt den Ausschuss in Hamburg und so weiter. Man kommt ja immer wieder dazu, dass man doch wieder drüber nachdenkt. Deswegen ist es ganz gut, auch nochmal so eine konzentrierte Veranstaltung zu machen. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, ihr habt ja jetzt total viel schon gesagt und ich glaube, von mir aus gibt es jetzt nochmal einen Aspekt. Aber vorher nochmal zu deiner Frage, Thomas. Die G20-Plattform für uns als Erinnerung ist kein G20-Bündnis gewesen, sondern es war eine Plattform, die versucht hat, wissend um die Konflikt- und die Heterogenität der Protestierenden im Rahmen eines Gipfels oder Gipfelprotestes, wir sind ja nicht blöd gewesen, und wir wissen sozusagen, dass es mal nicht eine homogene Gruppe ist, dass es eine Heterogenität gibt und dass alle sozusagen auch eine Legitimität haben, ihren Protest sozusagen auf die Straße zu tragen, haben wir das gegründet, was man G20-Plattform nannte, was tatsächlich eher einen Raum bieten sollte, um miteinander ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Diese Plattform hat nur eine einzige
Verabredung getroffen, die Thomas eben gesagt hat, nämlich dass es ein, und das war auch keine richtige Verabredung, weil daran musste man sich ja auch nicht halten, wer ist man auch, dass man sich daran hält, aber es gab eine Verabredung derjenigen, die in der Plattform waren, dass man darauf zielt, Proteste rund um den offiziellen Gipfel zu machen und sich nicht von vornherein spalten zu lassen in diejenigen, die eine Woche vorher eine Demo machen und diejenigen, die in den Tagen, wenn der Gipfel ist, was man ja weiß, immer polizeiliches Aufkommen ist da relativ hoch, das war sie ja wahrscheinlich, sozusagen spalten zu lassen. Das war die einzige Verabredung der Plattform und da drin gab es dann, nicht in der Plattform, sondern in der Plattform haben sich dann die Gruppen, die Bündnisse getroffen und auch andere, die nicht in Bündnissen waren, die verschiedene einzelne Aktivitäten vorbereitet haben, wie den alternativen Gipfel, die Großdemonstration, den zivilen Ungehorsam, die Welcome to Hell-Demonstration und so weiter. Es war aber klar, alle verantworten ihre Protestaktivitäten selber. Man muss aber im Gespräch bleiben. Eine schnelle Antwort auf deine Frage ist, dass die G20-Plattform, dass die Idee eines Raums des Austauschs mit möglichst vielen Akteuren und das Wissen darum, was die anderen vorhaben, wie sie das begründen, wie man das miteinander in Kontakt bringen kann, dass das erfolgreich war, zeigt meines Erachtens, also eine Ebene da drin ist, die sehr große Demonstration am Abschluss. Ich finde, das muss man sozusagen festhalten, das ist eine Demonstration nach den Tagen mit einer medialen Eskalation und so weiter gegeben hat, wo 76.000 Leute stattgefunden haben und Absprachen eingehalten wurden. Absprachen zwischen all denjenigen, die die Demonstration gemacht haben. Ich finde, sowas sollten wir uns in Erinnerung rufen, deswegen will ich das nochmal sagen. Mehr konnte, glaube ich, die G20-Plattform nicht machen. Was ich aber jetzt auch in Vorbereitung auf die Veranstaltung nochmal interessant finde, und das ist sozusagen ein weiteres Element, also da schließe ich mich quasi an meine beiden Vorrednerinnen an, ein weiteres Element, was uns zu denken gibt und was ich gerne mit euch, aber auch mit euch, die ihr die Studie gemacht habt, diskutieren will, ist, warum es dieser G20-Plattform oder dem Sammelsurium von Protestierenden, ob das die 1000 Gestalten waren, ob das die Akteure der Großdemonstration waren, ob das der zivile Ungehorsam, der Alternativgipfel war, uns ist es nicht gelungen, vor dem Gipfel, während des Gipfels und nach des Gipfels einen starken politischen Narrativ zu machen, zu gestalten, der die politische Dimension des Protestes so dermaßen in den Vordergrund rückt, dass Bilder von Gewalt, also worum es ja heute hier geht, aber ich würde es trotzdem in Anführungsstrichen setzen, die Bilder von Gewalt sozusagen Teil des Ganzen sind, aber nicht das Ganze dominieren. Und darüber müssen wir reden. Was ist es gewesen, was sagt es über die Stärke der, ich sag mal, Zivilgesellschaft, der Linken und so weiter aus, dass es uns nicht gelungen ist oder immer nur phasenweise, es ist uns immer gelungen. Und ich glaube, das lag an der Zusammenarbeit in der Plattform, das lag an einem großen Bestreben, viele Akteure miteinander zu reden und politisch daraus sagen, was zu gestalten. Uns ist es gelungen, in der Phase der Kampfverbote kurz die Stimmung in Hamburg mitzuprägen, als wir mit vielen Leuten aus der Kirche, aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, aus NGOs eine Pressekonferenz am Jungfernstieg gemacht haben und über das Recht auf Unterkunft geredet haben. Es ist uns kurz gelungen. Es ist uns kurz gelungen bei der Demonstration. Es ist uns auch vorher gelungen, im Frühjahr, glaube ich, war das irgendwann, als die blaue Zone, damals hieß ja noch blaue Zone, also die blaue Zone sozusagen das erstmal auftauchte, einen starken bürgerrechtlichen Narrativ in die Stadt reinzubringen. Aber es ist immer wieder gekippt. Und das sagt einerseits, und da würde ich an Elke gerne anschließen, nochmal, was doch der G20-Gipfel stark macht. Also es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist, dass wir tatsächlich von links darüber reden müssen, was fehlte uns, dass wir diesen politischen Diskurs oder die politische Dimension des Protestes gegen den G20 nicht stark genug machen konnten. Aber was für eine Erfahrung mussten wir auch machen und darüber muss geredet werden. Und da drin spielt eure Studie eine Rolle, aber es geht ja über die Studie hinaus. Diese Frage der Machtdemonstration, der Arroganz der Macht, die wir erlebt haben, die wir im Vorfeld, uns ist es nicht gelungen, Dode wegzukriegen, obwohl allen klar war, das wird ein Problem. Es ist uns nicht gelungen, sagen, einen starken Diskurs um Versammlungsfreiheit und das Recht auf Protest in einer Stadt zu machen, wenn sich so ein G20, also
es ist uns so. Und darüber, glaube ich, müssen wir, also wir haben eine sehr starke Machtdemonstration im Vorfeld, während des Gipfels, nach dem Gipfel erlebt. Ich glaube, wir haben viel unternommen, um das immer wieder zu durchbrechen. Aber am Ende finde ich, und das passt auch zu dem, was du nochmal sagst, wenn du die Unterscheidung zu anderen Gipfeln machst, in der Perspektive der Aufarbeitung, haben wir doch tagtäglich wieder zu spüren gekriegt, da braucht man nur in die Sonderkommission zu gucken, wer sich sozusagen wie an was beteiligt. Und es gibt niemanden, der zurückgetreten ist. Es gibt kein, meines Erachtens kein Verfahren gegen irgendeinen Polizisten, die sind, wenn nicht eingestellt, liegen sie da irgendwo rum und werden nicht weiter verfolgt und so weiter und so fort. Und es gab eine beispiellose Inszenierung der Kriminalisierung hinterher und das Einsetzen neuer Techniken mit sehr viel medialen, das passt auch zu dem nochmal, mediale Inszenierung und die Nutzung von Medien für eine Kriminalisierung von Protesten. Und darüber sollten wir uns viel eher, glaube ich, Gedanken machen, als sozusagen weiter als Linke an der Frage, fanden wir das jetzt gut, was im Schanzenviertel passiert ist oder nicht, weiter dran zu bleiben. Also ihr macht das ja gerade nicht, aber ich glaube, das wäre verfehlt, wenn man sozusagen an der Frage der Beurteilung dessen, was in der Schanze war, sozusagen klebt, sondern viel wichtiger ist, warum es nicht gelang, ein anderes Narrativ zu bilden, in dem auch Bilder der Schanze drin sind, die aber überlagert sind von einer Politisierung des Ganzen, wie es meines Erachtens, und da wäre mein Unterschied auch zu dir, Thomas, weil du es vorhin in der Anmoderation ansprachst, das ist bei Blockupy meines Erachtens gelungen, dass wir bei Blockupy eine Situation hatten, das hat was mit dem gesellschaftlichen Kontext zu tun gehabt, in der Zeit hohe Politisierung des Euro-Krisendiskurses, des Austeritätsdiskurses und so weiter und so fort. Und mit Blockupy und der Zuspitzung oder Kristallisierung auf die EZB und Frankfurt als Bankenstadt und 4 Jahre Blockupy-Diskurs ist es sehr wohl gelungen, die politische Dimension des Protestes herauszuarbeiten, in dem auch irgendwo ein Auto brannte. Aber das ist ja nicht das bleibende Bild gewesen. Und daran müsste man irgendwie eher nachdenken, was da, und das wäre auch für mich interessant, was ihr aus dem Publikum sozusagen dazu zu sagen habt, weil der, glaube ich, da viele verschiedene Ideen haben. Gut, vielen Dank, Corinna. Ich möchte mich herzlich nochmal bedanken bei euch, die ihr diese tolle Arbeit geleistet habt, dieser wissenschaftlichen Untersuchung der Ereignisse in Hamburg und damit uns auch eine Gelegenheit gegeben habt, nochmal mehr als ein Jahr später über diese Dinge zu reflektieren. Ich denke, das kommt oft zu kurz sozusagen in dem Aktivismus, dass man hinterher auch nochmal das gründlich auswertet und sozusagen auch eine Diskussion über Strategien und Taktiken des Protestes oder des Widerstandes führt. Letztendlich sind, glaube ich, eine ganze Reihe Fragen weiterhin offen geblieben. Wir werden weiterhin eine Situation haben, wo wir in der Linken unterschiedliche Strategien und Taktiken, unterschiedliche Präferenzen haben werden. Und insofern wird es sicherlich nicht die letzte Diskussion gewesen sein zu diesem Thema. Aber trotzdem nochmal vielen Dank an euch für eure Beiträge. Vielen Dank für eure Fragen und Beiträge und die Aufmerksamkeit. Und dann vielleicht bis demnächst mal wieder hier in diesem Rahmen.